Alter. Wenn ich hier darüber springe, das müsste doch eigentlich reichen. Ich weiß nicht, ob ich dann abrutsche. Und das war's. Scheiße, weil da auch noch Wasser ist. Boah, ist das gemein. Huch, wo bin ich? Ach so, hier. Ist das gemein. Hallo, ich bin gehupft. Okay, ich bin gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Na super. Ganz toll. Okay, jetzt. Er ist einfach nicht gesprungen. Blöd, blöd, blöd. So, ah ja, und jetzt stirbt das hier um mich rum. Naja. Jetzt sind wieder einige Bäume tot. Ich werde hier wieder ein bisschen aufräumen. Ah, mich ärgert das, dass ich da nicht rüberkomme. Kann nicht wahr sein. Ich versuche jetzt mal da hochzukommen. Das ist aber... Das ist auch echt blöd gemacht hier mit diesem Sprung. Eigentlich fast nicht zu machen. Ansonsten könnte ich... Alter. Hier nochmal versuchen, da gerade auszuspringen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da... hin darf. Na gut, aber was soll mich hindern? So. Okay. Also irgendwie soll man ja hierher kommen. Dann muss es doch auch irgendwie einen Weg zurückgeben. So, noch eins brauche ich. Muss doch irgendwie einen Weg hier auch wieder rausgeben. Von dieser Stelle. Also hier kommt man auf jeden Fall schon mal rüber. Oder auch nicht, weil man da an dieser Kante hängen bleibt. Das ist sehr weit, der Sprung. Nee. Ah, ist das blöd, ey. Okay, aber wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Weil hier bleibe ich immer hängen. Ich kann hier nicht sprinten. Na so, aber das ist eher Glückssache. Nee, jetzt ist er wieder nicht gesprungen. Also das ist ja dämlich. Viel habe ich nicht mehr. Dann ist Game Over. Dann ist einfach mal Game Over. Oder es gibt hier wieder einen Weg zurück. Das hier ist erfolgversprechender, wenn ich hier einfach wieder zurückgehe. So, aber der Sprung muss jetzt funktionieren. Hui.
Das geht immerhin. Ah, es ist schon ziemlich tot geworden jetzt. Naja, wir gucken mal. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Eicheln auf die Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man das dann wiederholen kann. Der nächste Obelisk. Alter. Monument Wall Unstable. Blunt Force may cause collapse. Ah, da könnte ich reinrennen. Natürlich. Ah, vorher. Bisschen gucken. Nicht, dass ich dann doch mal irgendwie Probleme krieg. Also ich will erstmal den grünen Baum da wieder ein bisschen auffüllen. Und das hier einsammeln. So. Auch eine Eichel. Hallo? Wo ist sie hin? Oder verschwinden die manchmal einfach? Hey! Da war sie. Okay. Hm. Ja, vielleicht muss ich durch die Wand, um überhaupt da zu dem Obelisken zu kommen. Ist das ein Häschen? Ein Hoppelhäschen? Naja. Huch. Vielleicht ist ja deshalb diese Zivilisation dann untergegangen. Weil die sich dann irgendwann mit diesem ganzen Leben geben, Leben nehmen, verrechnet haben. Könnte ja sein. So, lass mal hier gucken. Jawohl, jetzt habe ich wieder eins dazu gewonnen. Und er wird größer und größer und größer. Mal gespannt, was dann passiert. Ist auch gar nicht, wie das Spiel speichert oder so. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Dann irgendwann aufhören wollte mit der Aufnahme, aber ja, vielleicht machen wir noch das Kapitel zu Ende. Auch wenn man hier echt so, ja, man kann hier noch so kleine Sachen entdecken, so Zusatzwege. Zum Beispiel hier, ich meine, das muss doch irgendwie einen Grund haben. Warum ich hier oben entlang spazieren kann. Vielleicht hat es auch keinen Grund. Man weiß es eben nicht so genau. Oder da drüben. Nee, aber ich sehe nichts. Ich sehe keinen, keine Kiste. Dann wird da wahrscheinlich auch nichts sein.
Da, die Hoppelhäschen. So, und mein Bäumchen da links ist auch fast wieder aufgefüllt, ja. Also es ist jetzt nicht unglaublich schwer. Naja, vielleicht kommen noch mal ein paar herausfordernde Stellen. Hat sich ja noch ein bisschen schwieriger. Das ist ja jetzt echt noch ziemlich easy. Aber hier allein dieser Blick dahinter ist Hammer. Ich kann es nur immer wieder sagen. Weil es ja auch stimmt. Es ist einfach... Ja, es hat vielleicht ein bisschen was von einer Tech-Demo. Das Spiel. Keine Wahnsinn-Story oder so. Ein total krasses Gameplay, aber... Unterschätzt dann auch irgendwie die Geschwindigkeit, wenn man hier mal ins Rennen kommt, weil der halt nicht eine Renngeschwindigkeit hat, sondern dann immer wieder neu anfängt. So, da kam aber nichts raus. Wir müssen irgendwie da hoch, aber kommt man hier hoch? By giving life to trees, there is a chance one or more golden acorns will drop. Ja, das weiß ich doch schon. Collect and use acorns to open certain... okay, jetzt kann ich diese Tür hier öffnen. Requires 3 acorns. Okay, ich habe 38. Bisschen mehr. Oder geht's da jetzt zu dem Obelisken? The playful little sprites of this valley, which I've come to call daemons, are so lively. I've done my best to study their behaviors, but without a zoologist on site, I'm mostly coming up dry. They're completely harmless, so the army tends to ignore them as they go about their research. I wonder if the world would clamor to have these daemons as pets. I'm sure my mother could use one. Better than all those feral cats in her backyard anyways. Naja, keine Ahnung, ob die Pflege leicht sind als Haustiere. Dämonen. Dämonen. Okay, wo komme ich denn jetzt hier raus? Na, ich muss schon da hin, oder? Lieber mal gerannt. Wer weiß, ob das Ding da stabil ist. Da jetzt von der anderen Seite nicht hingekommen? Note from Virginia King. My mother would tell me stories of demons as ghostly and benevolent nature spirits. That name seems fitting. It will have to do for now until a zoologist can classify the forest sprites more appropriately. Naja. Da der Zoologe überhaupt zuständig ist. Oh. Nix gedroppt. Anscheinend wäre man jetzt hier nicht hochgekommen. Ja, ja. Von der Seite nicht. Thank you.
Jo, her damit. Okay, das ist dann der dritte. Aber da drüben gab es auch noch einen Bereich. Alter, ist der jetzt groß. Junge. So, komme ich hier einigermaßen sicher wieder zurück? Oder wäre da noch was gewesen? Ich schaue lieber nochmal. Da hinten noch was gewesen wäre. Auch so auffällig aus hier. Aber da komme ich nicht hoch. Glaube ich zumindest nicht. Nope. Naja, man muss es ja mal ausprobiert haben. Okay. Wow. Er ist ein bisschen größer geworden, der Baum. So, habt ihr was gedroppt? Nö. Nö, nö, nö. Komm ich so nicht hoch? So, aber ich möchte, bevor ich zu dem Baum gehe, möchte ich nochmal da hinten hingucken. Weil... Hier ging es doch auch noch weiter. Oder ich muss dann da sowieso hin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich unendlich geht mit den... Weil jetzt habe ich 40 und ich habe jetzt dafür 3 gebraucht. Naja gut, aber vielleicht gibt es dann mal Türen, wo ich wirklich 10 oder so brauche. Hier zum Beispiel. Ist hier hinten noch was? Hm, hier geht es auch noch weiter. Oder ich muss dann später hier hin. Ne, hier ist Schluss. Okay. Hier ist Schluss, aber man wird nicht belohnt. Man rennt den Weg hier hinter. Doch, hier ist noch was. Moment, 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 Moment. Ne, ne, das sind aber die falschen Bäume. Da kann ich nicht diese Tür öffnen. Ist da überhaupt was zum Öffnen? Sonst waren ja da oben dann so Dinger dran. Na, oder man kommt hier raus. Das könnte auch sein, dass das der Weg nach draußen ist. Auf jeden Fall sterben könnte ich jetzt wieder, denn das ist schön aufgeladen hier. Links oben. Denn da hinten noch was? Nö. Nicht so wirklich. Na gut. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich da drinnen brauche. So. 15. Ja, ja, ja. Das sind dann... Weil das eine musste man halt machen. Dann hat man viel weniger gebraucht, aber hier braucht man jetzt mehr. Was ist das denn?
Danke. Legt auch mal eine Kugel raus. Schon wieder eine zumindest zurückbekommen. Great. Jawohl. Wird man belohnt. Aber wäre jetzt cool, wenn man hier jetzt auch noch so ein bisschen einen Text bekommen würde oder sowas. Und ich schätze mal, dass da ist die Tür, wo wir vorhin waren. Also wenn man auch mit ein bisschen Story belohnt werden würde. Das wäre schön. Also, ja. Hätte ich mir auch sparen können jetzt. Hätte ich einfach wieder zurückgehen können. Na gut, dann sind wir hier, denke ich mal, fertig. Wow. Ich habe echt immer Schiss, dass ich da doch mal aus Versehen runterfalle. Rückweg kann ich ja. Ja, mit der Energie sieht es auch gut aus. Es ist momentan jetzt noch nicht so wahnsinnig krass vom Ressourcenmanagement. Also, das hält sich alles in Grenzen. Noch irgendwie ein Baum da. Hinten sind noch welche. 15 Stück ist dann schon viel. Kann natürlich dann mal sein, dass es irgendeine Tür gibt. Da braucht man dann irgendwie 50 von den Eicheln.